Buffet ist okay. Ach, die haben Buffet? Mhm. Ja, ist ja für dich dann auch nicht so schlecht. Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute ist Mittwoch, ich war heute Morgen auch schon in der Stadt, denn ich habe ein paar Sachen gebraucht für morgen oder für ab morgen. Denn ich werde meine Ernährung ab morgen umstellen. Ich bin da in der 31. Woche und wieso ich das tue, das erkläre ich euch jetzt mal genauer. Ich habe davon vorher nämlich auch noch nie was gehört. Und zwar werde ich die Luwendiät machen. Und das besagt, das sagt auch meine Hebamme und auch er selber, dass man eine schmerzarme, kurze und ich sag jetzt mal ohne Einleitung und ohne PDA und sowas Geburt haben kann. Wenn man natürlich eine normale Schwangerschaft hatte, ohne irgendwelche Komplikationen, Risiken etc. und nicht irgendwie jetzt Insulin oder sowas spritzen muss, Diabetes dazu bekommen hat etc. Da müsst ihr auf jeden Fall mit eurem Arzt reden. Das würde ich auf jeden Fall nicht einfach anfangen. Ich würde es generell einfach mit eurem Arzt abklären oder mit eurer Hebamme abklären. Aber ich habe das alles schon gemacht. Meine Hebamme hatte mir das bereits in der 20. Woche schon mal erzählt. Oder in der 22. Ich weiß gar nicht mehr, dass es eben so eine Diät gibt. Das ist aber in dem Sinne eigentlich gar keine richtige Diät. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ich war auch in eben seinem Vortrag darüber drin. Er hat es selber auch nochmal gesagt, dass es keine Diät ist und dass er auch das Wort Luwendiät gar nicht auf den Markt gebracht hat, sondern natürlich auch super viele sich daraus jetzt Profit schlagen und Rezeptbücher und was auch immer verkaufen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich dazu fast gar nichts gefunden habe. Also ja, es gibt natürlich verschiedene Meinungen drüber. Manche sagen, es bringt gar nichts. Andere glauben auch gar nicht dran. Wiederum andere sagen, meine Geburt war super schnell, super schmerzarm, fast sogar schon schmerzfrei. Ich würde es immer, immer wieder machen. Aber das, was man nicht findet, sind Rezepte und ja, was man essen kann, was man nicht essen kann. Er hat sich dazu auch nicht wirklich so gut geäußert. Er hat nur gesagt, man soll Weizenprodukte weglassen, sprich voll normale Nudeln, Brot, helles Brot, Weizenbrot. Und halt eben komplett Zucker. Zum Fruchtzucker, so rum, hat er nichts gesagt. Er hat gesagt, jegliches Obst ist komplett erlaubt, egal ob es Ananas, Datteln, Wassermelone ist. Das kann man essen. Das hat nichts damit zu tun, weil Fruchtzucker wohl ein Zucker auch von der Natur her ist, der noch ganz, ganz viele Sachen dabei hat, dass der Körper ihn quasi länger aufspaltet und nicht so einen Insulin-Push nach oben verpasst, wie jetzt zum Beispiel, wenn ihr ein Stück Schokolade esst oder Zucker esst. Aber ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ich kann es nicht so genau wiedergeben, ich möchte auch gar nichts Falsches sagen. Ich für mich habe entschieden, dass ich das machen werde, dass ich das jetzt 9 Wochen hätte ich noch, also 10 Wochen, man ist ja erst in der 30 plus 0, so wird es in der Schwangerschaft gezählt. Das heißt, ich werde das 10 Wochen jetzt durchziehen und mir weitere Rezepte einfallen lassen. Man muss halt auch auf so viel achten. Also ich wollte noch Aufstriche mitnehmen. Ich habe hier ein bisschen was eingekauft, das zeige ich euch jetzt auch. Da ist fast überall Zucker drin, fast überall ist Weizenmehl drin. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, etwas industriell Verarbeitetes ohne Zucker und Weizenmehl zu finden. Also Hut ab an all diejenigen, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Das muss so schwer sein, Sachen zu finden. Genau, ich war jetzt bei Thalia, weil ich mich ein bisschen informieren wollte, generell über das Glukoseverhalten im Körper. Und ich das super interessant fand. Und zwar, ich kann euch das jetzt eher semi empfehlen, weil da sind tatsächlich leider auch Rezepte mit Weizenmehl drin. Das muss ich jetzt irgendwie halt versuchen, ja, anders zu machen. Aber ich habe hier einmal das Buch Glukoseformel, das Kochbuch, mir gekauft. Das hat gekostet 20 Euro. Da sind sehr, sehr viele Rezepte drin. Da werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch ein paar Sachen rausschreiben und dann heute Mittag noch einkaufen gehen, weil morgen ja Feiertag ist. Ich habe auch schon ganz viele Rezepte im Kopf, die ich mit euch teilen werde. Und dann habe ich noch der Glukosetrick, Schluss mit Heißhunger, schlechte Hautstimmungstiefs, wie man der Achterbahn des Blutzuckerspiegels entkommt. Das ist aber generell nicht nur für Schwangere, ach, das ist jetzt nicht explizit für Schwangere. Das ist einfach, wenn man generell Stimmungsschwankungen, unreine Haut, Nachmittagstiefe, Fettpölzerchen, bla 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 hat. Ich werde es lesen und euch auf jeden Fall mal ein Update dazu geben, ob es gut war, ob es nicht so gut war, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und es ist wirklich, soll sehr, sehr gut sein. Es wurde mir selbst auch empfohlen. Ich werde euch, das habe ich hier auch noch nicht angesprochen, eine neue Reihe
eröffnen. Die startet bei mir ab morgen. Ihr werdet sie nächste Woche sehen. Deswegen werdet ihr auch jede Woche ein Video sehen, jetzt bis zur Geburt von der Kleinen. Also mindestens ein Video. Und das wird sich nur um Ernährung und meine sportlichen Sachen handeln. Denn ich habe festgestellt, dass es so wenige Videos gibt, wo Leute wirklich diese Luven-Ernährung-Diät ausprobieren und wirklich ihre Meinung zu sagen, Rezepte posten, Rezepte auch teilen und dann sagen, ja, hat was gebracht oder hat nichts gebracht, wo man es auch wirklich nachvollziehen kann. Bei mir ist es, wie gesagt, das erste Kind. Ich bin 23. Ich habe davor mich sehr gesund ernährt, in der Schwangerschaft eher weniger gesund ernährt. Ich habe viel Süßigkeiten gegessen. Ich hatte so krassen Heißhunger da drauf und habe es auch immer noch. Das heißt, ich werde ab morgen 10, 9, 8, 12 Wochen, je nachdem, wie lange die Kleine sich noch Zeit lassen möchte, auf diese Sachen, die ich gerade genannt habe, verzichten und euch eben jeden Tag zeigen, was ich esse, die Zubereitung zeigen, sagen, ob es mir schmeckt, wie es mir geht, ob sich was tut, etc. Also, falls ihr da Bock drauf habt, dann schaltet einfach jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem, auf meinem Kanal ein und dann werdet ihr ein neues Update von der Luven-Ernährung bekommen. Das ist übrigens auch nicht nur für Schwangerschaft. Das könnt ihr auch zum Beispiel machen, wenn ihr Bock habt, auf Zucker zu verzichten oder eure Ernährung ein bisschen umstellen wollt. Man kann auch so eine Glukose-Diät machen quasi, dass man seinen Körper einmal reinigt von 4 Wochen. Das gibt es auch. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr Bock habt. Oder ihr seid einfach hier, weil es euch interessiert. Ich war bei DM und habe dann, weil ja halt Weizenmehl nicht mehr erlaubt ist, Roggenvollkornmehl gekauft, Neckebrot mit Roggen und Dinkel, auch hier ist kein Zucker und auch kein Weizenmehl mit drin. Und Buchweizenvollkornmehl, damit kann man Pfannkuchen und Pancakes und sowas machen. Auch hier ist kein Weizen drin. Meine Mama backt netterweise heute schon ein reines Vollkornbrot für mich und wird es auch die nächsten Wochen über tun, weil sie es sehr, sehr gut kann. Da bin ich sehr dankbar drüber. Und ja, das Rezept kann ich euch dann auch gerne natürlich in die Infobox schreiben. Dann war ich noch, das hänge ich jetzt einfach noch ein bisschen dran, bei Depot und habe Schüsselchen gekauft und Teller, denn ich fange auch ein Kochbuch aktuell an für euch. Das wird es dann, ja, weiß ich nicht, irgendwann im Sommer, Herbst geben. Falls ihr da mehr Infos wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Und oh Gott, ich laber schon wieder so lange, es tut mir leid. Aber ich musste all diese Infos jetzt erstmal hier teilen am Anfang. Und dafür fehlt mir einfach noch richtig schönes Geschirr, wo auch ein bisschen heller ist und so einfach schön aussieht. Und bei Depot gibt es immer richtig schöne Sachen, weil schaut euch mal bitte an, wie schön diese Schüssel ist. Ich finde die richtig, richtig schön. Dann habe ich noch diese Schüssel hier in groß mitgenommen. Die habe ich auch in klein. Und dann habe ich hier noch 2 Teller. Einmal auch den gleichen mit den Schüsselchen schon. Finde ich auch super, super schön. Und dann noch einen. Da habe ich schon 2 Schüsseln von gekauft. Die sind einfach so schön. Da hat ein Teller jetzt 8 Euro gekostet. Die gibt es auch noch größer. Aber ich finde, die Größe langt definitiv. Und genau, das war meine Ausbeute bei Depot. Ich blende euch jetzt noch, weil ich es versprochen hatte, zu zeigen ein. Das habe ich nämlich letzte Woche gemacht, wie ich den Wickeltisch gestaltet habe. Weil das Mobile hängt und ich habe Boxen und sowas gekauft. Da wundert euch bitte nicht, dass das von letzter Woche ist. Das wäre einfach kein Vlog für sich wert gewesen. Deswegen swipen wir jetzt einmal in die Vergangenheit und ihr könnt euch das anschauen, wie ich das gemacht habe. Ich war gerade bei DM und schaut mal, was ich ergattern konnte. Diese Aufbewahrungsboxen, ich wollte die unbedingt für den Wickeltisch haben. Der Freund von meiner Mama kommt jetzt gleich vorbei, weil Philipp es einfach zeitlich nicht schafft. Die Woche, der ist so viel arbeiten, das Mobile und alles dran zu machen. Deswegen kümmere ich mich darum. Ich muss momentan sowieso ein bisschen Pause machen und meine Füße eigentlich hochlegen. Aber ich habe gerade gesehen online, dass es die wieder gab und da kostet halt eins von diesen nur 7,95 €. Ich finde die richtig schön, da kann man ja dann Windeln reinpacken. Ich brauche dann nur noch so eine Wasserschale. Bei IKEA gibt es das nur als Viererpack, das fand ich auch mega praktisch, um das an die eine Seite dran zu hängen. Aber wir brauchen zum Beispiel keinen Mülleimer. Also das Vierer-Set wäre unpraktisch und ich muss mal gucken, dass ich auf Amazon so eine Schale finde, dass ich dann frisches Wasser da zum Wickeln hinstellen kann. Hier haben wir ja die Wickelauflage. Die kommt hier an die Seite. Da muss ich noch einen Bezug für bestellen. Dann, oh, die sind da irgendwie viel zu klein für, ne? Oh Mann, das sieht ein bisschen verloren aus. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt, aber ja, oder wir machen das so in die Mitte. Ich weiß noch nicht so genau. Und dann hätten wir hier noch Platz. Was sagt ihr?
Soll ich das hier hin machen? Ich muss mich halt jetzt entscheiden, weil das Mobili heute hier dran kommt. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Oh, das sieht so süß aus. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie momentan so einen Nestbautrieb entwickelt. Ich weiß auch nicht. Ich will alles fertig haben. Ich muss echt nochmal überlegen, wie ich das mache. Nicht, dass das Mobiliar auf der falschen Seite hängt. Weil wir bohren das nämlich in die Wand. Also oben kommt so ein Haken rein, dass wir es festmachen können mit so einer Schnur. Und eigentlich müsste ich auch noch zu Baby One, weil ich habe ja gesagt, ich will das fertig machen. Ich brauche noch einen Wickeleimer. Dann nehmen wir den von Angel Care. Der soll sehr, sehr gut sein. Das haben mir sehr viele empfohlen. Und ein Beistellbett. Schatz, das kann man auch einfach abproppen. Warte mal, ja, das geht besser. Ich glaub's nicht. Guck, zack, bumm, peng. Das Mobili hängt jetzt. Philipp ist jetzt gerade wieder gekommen. Und ich finde das so, so niedlich. Und jetzt kommt dieses Brett hier von Ikea mit diesen Füßen da. Kommt jetzt noch hier an diese Wand. Das wird auch richtig süß. Da kommt dann noch ein Anfangsbuchstabe von dem Namen drauf und noch so ein bisschen Deko. Und eigentlich hatte ich noch vor, da so eine kleine Mini-Kletterstange dran zu machen, dass man so ein paar Sachen von ihr aufhängen kann. Aber keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich sag euch, wir haben da hinten so Löcher in der Wand, die müssen zugemacht werden. Weil da unsere Kleiderstangen gehangen haben, ganz am Anfang, falls ihr euch noch dran erinnert. Und das geht irgendwie nicht raus, diese Dübel. Und Philipp verzweifelt gerade. Ja, das sind auch Fischerdübel und die haben halt Baba halt. Das ist das Ergebnis. Ich habe jetzt hier einmal den Moonibär hingesetzt. Den wird sie natürlich, sobald sie auf der Welt ist, bekommen. Der wird da wegkommen. Aber da kommt dann, wie gesagt, noch ihr Anfangsbuchstabe vom Namen hin mit so Licht drin. In die Vase will ich noch ein paar Trockenblumen reinmachen. Und da hätte ich eigentlich ganz gerne noch so eine kleine Mini-Kleiderstange, dass wir da vielleicht so ein paar Sachen aufhängen können. Aber mal schauen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Da kommt natürlich, dass die Decke bleibt da nicht, ne? Die wird auf jeden Fall noch durch einen Bezug und Handtücher ausgetauscht und hier muss auch noch ein bisschen was hin. Und dann hier kommt noch so ein Wäschekorb hin und ein Windeleimer von Angel Care, was ich ja schon vorhin gesagt habe. Und hier, warum liegt da eine Socke drin? Hier ist der Maxi Cosi. Der steht jetzt schon mal hier. Und guckt mal, das hat Philipp hier einfach mitgebracht, gekauft. Genau, die Sachen werde ich alle mal in der 34., 35. Woche sortieren und waschen und die ganzen Zettel abmachen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal bei H&M und Zara nach ein paar Babyklamotten gucken, weil wir wirklich, also es sieht sehr viel aus, aber das sind alles Jacken für den Winter. Also wir haben noch gar keine Sachen, wenn sie im Sommer auf die Welt kommt. Da werde ich jetzt auf jeden Fall gleich was bestellen. Ich würde diese Schublade, leider Gottes schon wieder die Chaos-Schublade nennen, genauso wie diese hier. Das werde ich jetzt mal alles ganz, ganz ordentlich aussortieren und euch das aber am besten im Zeitraffer einblenden, sonst ist das ja viel zu langweilig. Beim Einsortieren der Schubladen geblieben, sondern ich habe die ganze Küche aufgeräumt. Ich bin auch gerade noch mitten dabei. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich habe gerade richtig Motivation, alles sauber zu machen und aufzuräumen. Ich habe auch so ein Basilikum gekauft, weil ich Pesto und sowas machen wollte. Dafür brauchte ich aber noch einen Topf. Habe ich gerade bei meiner Mama geholt. Der hatte ich nämlich letzten... Oh mein Gott, Lipsbonsai. Den hatte sie nämlich letztens so.
mitgenommen, weil ich die nicht gebraucht habe. So, vorsichtig. Da müsste noch ein bisschen Erde eigentlich dran. Weil der kommt nicht raus, weil ich hatte... Ah, das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Ich hatte nämlich ein Kräuterbeet angelegt. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Das muss ich sowieso noch gießen, weil das super trocken immer ist. Und da ist auch Basilikum drin, aber der ist halt noch super klein. Er ist so klein, weil wir den angezogen hatten, also meine Mama und ich. Und uns den aufgeteilt haben. Deswegen habe ich jetzt so einen schon fertig gekauft. Aber ich esse halt super gerne so Tomate, Mozzarella mit Basilikum oben drauf. Deswegen ist es so gerade besser. So, und er kommt jetzt hier drauf. Da seht ihr, da ist mein kleines Kräuterbeet. Ich will noch so ein paar hier hinstellen, also so Chilis und sowas. Das hat da leider nicht mehr reingepasst. Aber hier ist noch ein bisschen Platz. Mal gucken, ob ich das irgendwie noch schaffe, reinzustellen. Ich esse heute im Bett. Ich gönne mir das jetzt mal. Philipp ist eh noch nicht da. Und fange jetzt mal dieses Buch hier an. Da habe ich richtig Bock drauf. So ein bisschen Me-Time. Kurz zum Rezept. Das hat noch nicht so ganz gut geklappt. Also es ist nicht so eine Pesto-Art, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, ich werde da noch ein bisschen dran rumtüfteln. Schmecken tut es aber auf jeden Fall sehr gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Ja, und Optik, da achten wir jetzt auch mal nicht drauf. Ich habe es nur so ein bisschen halb schön angerichtet. Good morning, heute ist Freitag und ich habe mich gerade fertig gemacht. Philipp ist noch duschen. Wir sind jetzt auf dem Geburtstag von meiner Mama eingeladen. Die hat mich genau heute und hat uns zum Brunchen eingeladen, beziehungsweise zum Frühstücken. Und da fahren wir jetzt gleich hin. Ich muss noch schnell einen Blumenstrauß besorgen. Ihr Geschenk habe ich schon. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe es jetzt nicht eingepackt. Ach, shame on me, ich habe das Geschenkpapier vergessen und nicht mehr dran gedacht. Heute oder morgen sollten ihre ganzen Klamotten ankommen. Ich habe die jetzt bei H&M bestellt. Es fehlen jetzt noch Hosen. Wir haben lange Sachen und kurze Sachen gekauft. Und Philipp war auch letztens, oh Gott, so süß, bei uns in der Stadt gibt es so einen Babyladen, ne? Sind da schon zigtausendmal vorbeigelaufen. Philipp hat es mir jetzt Überraschung mitgebracht, weil ich es so süß fand letztes Mal. Das kann man halt auch kombinieren und zwar... ist das dieses Kleid hier. So niedlich. Ich finde es richtig schön. Wir stehen halt eher so auf so beige Farben und nicht so nur rosa oder nur blau. Und dazu gab es noch diese passende Hose. Kann man aber halt auch mit einem langen Body oder sowas kombinieren. Also man hat eigentlich mehr Outfit-Kombinationen und das ist wirklich so süß. Und das ist recht groß. Das passt ja bestimmt noch länger als... nur am Anfang. Und dann habe ich noch bei Bibi Walz den Getränkehalter für den Kinderwagen bestellt. Den gab es nirgendwo günstiger. Habe dann auch mal nach so einem Sonnenschirm geguckt von Bagaboo, aber das ist ja voll teuer. Das kostet irgendwie 100 Euro und das sehe ich gar nicht ein. Deswegen gibt es ja auch bei DM diese Sonnensegel und die sind tatsächlich sogar ein bisschen besser. Und die werde ich dann auch noch, mitnehmen. Aber wie gesagt, das mache ich alles so in 4, 5 oder 3 Wochen, je nachdem, wann ich mich dazu bereit fühle. Genau. Jetzt warte ich eigentlich noch auf Philipp und dann fahren wir los und dann gibt's Frühstück. Ach, ich muss noch meine Tabletten nehmen. Wir sind wieder zu Hause. Ein Paket liegt noch bei der Post. Ich glaube, dass das erste Paket von H&M ist.
Das muss ich später noch abholen. Aber ich habe hier bei Baby Weiß ja so Mullwindeln bestellt. Einfach so weiße aus Baumwolle. Also so Spucktücher, glaube ich. Die sind recht groß. Da kann man die aber dann halt auch einschlagen. Und hier diesen Getränkehalter für unseren Kinderwagen. Den mache ich jetzt direkt mal dran. Das ist super einfach zu befestigen. Hier sind diese Knöpfe. Da braucht man gar keinen Adapter. Da kann man es einfach dran stecken. Das kann man hier, hier und hier machen. Good morning. Ich habe mich gerade aus dem Bett ganz schnell fertig gemacht. Denn wir haben mittlerweile schon 9:30 und immer um 10 Uhr samstags einkaufen zu gehen. Ich glaube, die Leute, die das selber machen, wissen, das ist die Hölle. Da ist so viel los, deswegen fahre ich jetzt ganz schnell und kaufe noch so ein paar Obstsachen ein. Wir haben eigentlich noch super viel zu Hause, weil das Obst ist leer gegangen, weil ich das super gerne momentan esse. Und ich wollte noch 1-2 Grillsachen holen, weil eine Freundin heute Abend zu mir kommt und wir noch was grillen wollen. Und da wollte ich jetzt noch so ein bisschen Mais und Würstchen kaufen, genau. Eventuell machen wir vorher noch eine kleine Fahrradtour. Mal schauen, ich war gestern mit meinem Papa auch noch auf so einem Fest. Das war eigentlich ganz cool. Wir waren da 2 Stunden mit Philipp zusammen und haben so ein bisschen gequatscht und Burger gegessen und sowas. Und ich war dann recht früh auch wieder zu Hause, bin voll früh eingeschlafen. Ich war gestern richtig fertig. Genau. Ich nehme euch heute noch ein bisschen mit und dann, glaube ich, werde ich den Vlog auch schon beenden. Vielleicht nehme ich euch morgen, morgen auch noch mit oder ich fange morgen einen neuen Vlog an. Ich bin nämlich morgen mit einer Freundin zum Frühstücken in Frankfurt verabredet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh mein Gott, schaut euch mal bitte an, wie süß die ist. Ich kann nicht mehr. Ich kann euch leider das hier nicht zeigen, da steht der Name drauf, aber oh mein Gott, ist das niedlich. Können wir kurz darüber reden, wie süß diese Schnullerkette ist? Da steht jetzt auch ihr Name drauf, deswegen kann ich euch das unten leider nicht zeigen. Wir haben uns bewusst gegen eine Kette mit diesen Namensbuchstaben entschieden, weil irgendwie gefühlt hat das jeder. Und da konnte man sich auch für eine Schriftart aussuchen, so rum. Das ist keine Werbung. Ich habe das selber gekauft vor 7 Wochen. Es hat auch, glaube ich, 27 oder 28 Euro gekostet. Aber es ist halt komplett handmade. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Es ist überhaupt nirgend so ein Faden oder sowas. Es ist wirklich sehr schön. Das ist aus Holz. Und ich habe erst überlegt, ob ich die passende Kinderwagenkette noch kaufen soll. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil es 60 Euro insgesamt gekostet hätte. Aber braucht man eine Kinderwagenkette? Ich finde es halt irgendwie doch jetzt schon ganz süß, ne? Aber dann halt ohne Namen, weil wenn ich doch mal irgendwie schwenke, man sieht den Kinderwagen und stirbt nicht, dass ich dann im Eifer des Gefechts vergesse, dass ihr Name da drauf steht. Und gerade ist auch noch eine H&M-Bestellung angekommen. Das sind eigentlich nur noch ihre Klamotten, weil es online leider nicht, online, weil es im Geschäft leider nicht so viel gibt. Das ist auch so niedlich. Wir haben jetzt verschiedene Sachen bestellt. Also Langarm, Kurzarm. Ich habe noch mehr bestellt, aber die zweite Bestellung kommt wahrscheinlich erst am Montag an oder vielleicht im Laufe des Tages heute noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben
ihr auch ganz viele kurze Sachen bestellt, aber dadurch, dass wir halt nicht wissen, ob es auch mal kühler gerade morgens ist, habe ich ihr oder haben wir ihr so ein Set bestellt. Das ist so mit so einer kurzen Hose und so einem süßen kleinen Pulli, aber der ist nicht ganz so dick, der ist recht dünn. Und der hat so Waffelstoff, finde ich richtig schön in beige. Das ist jetzt 56. Wir haben eigentlich alles in 56 gekauft, weil ich war 52 cm groß und Philipp war auch etwas größer. Und wenn man dann 52 kauft, passt es meistens nicht mehr oder passt nur noch so ein paar Tage, wenn überhaupt wenige Wochen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann schlagen wir das einmal um. Ist ja auch nicht schlimm. Sagt auch jeder, lieber etwas größer als zu klein, weil ja auch noch die Windel rein muss. Aber das ist echt richtig niedlich. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie willst du haben? Einfach nur so. Schneid, wie du magst. Du kannst, ja, so kannst du sie auch nicht mehr. Okay. Ich dachte, da kommt mehr raus. Nee. Aber ist gut. Ja, das langt schon. Ich habe das schon sehr oft gemacht, das sollte gut schmecken.